Willkommen zurück zu The Evil Within The Consequence. Wir haben das letzte Mal einen unglaublich anstrengenden Kampf gehackt. Ich muss mir gerade mal das Mikrofon richten. So, ja, Freunde, was soll man dazu noch sagen? Unangenehmer Zeitgenosse, diese Lampenlady, aber wir haben es ja irgendwie doch noch geschafft. Kann es denn schlimmer werden? Ich hoffe jedenfalls nicht. Ist der Sound hier, des Scheinwerfers, den wir eigentlich schon zertrampelt haben, ist hier sehr unangenehm, deswegen würde ich gerne weiter. Mann, 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 also ich habe viel geflucht während dem Kampf, aber gut, es war halt nicht meine Stärke und ich fand es auch nicht so spannend. Kidman nach wie vor mit einer Schusswaffe unterwegs, das wird sich jetzt wohl so etablieren für den Rest des DLCs. Müssen wir uns, ja, müssen wir wohl damit leben. Aber na gut. Kidman, bist du da drin? Ja, ich komme. Sebastian? Okay. Kidman, ich bin's. Wirklich? Sieht irgendwie seltsam aus. Okay, da ist die Tür. Sehr surreal wieder gehalten. Ich kann die Kamera jetzt auch gerade nicht drehen, gar nichts. Also gut, dann weiter. Wenn du nicht gekommen wärst. Spar dir das. Es kommen bestimmt gleich noch mehr. Sebastian, was ist? Bleib weg! Ich bin verantwortlich für Sie. Es tut mir so leid, was du wegen mir durchmachen musst. Ich hab dir doch schon mehr als genug wehgetan. Aha. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Etwas voreilig mit der Waffe, Kid. Was haben Sie jetzt vor? Das, was nötig ist. Nein. Sie tun, was wir sagen. Sie bringen uns den Jungen oder sie werden verschwinden. Wieder befinden wir uns in einer Fluchtsequenz. Wirklich, Sie können es aufhalten? Okay, da lang. Halt, verdammt! Ich verstehe nicht! Schluss! Okay, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ah, shit, falsche Richtung. Das war's schon. Einmal! Ja. Einmal in die falsche Richtung gedrückt. Schon ist man des Todes. Keinen zweiten Versuch frei. Aber cool gemacht. Ich finde diese Verfolgungssequenz immer recht cool mit diesen Kerlen. Hatten wir ja auch schon am Ende des zweiten Kapitels. So, diesmal, wenn möglich, bitte nicht. Glauben Sie wirklich, Sie können es aufhalten? Na lang. Halt, verdammt! Ich verstehe nicht! Schluss! So, links. Ah, okay. Ich muss einfach ein bisschen rechts, links navigieren. Jetzt wieder rechts. Sie haben Angst vor uns. Oh. Was zur Hölle ist das? Gute Frage. Sieht aus wie riesige Spinnenbeine. Das finde ich äußerst ekelhaft. Hui. Freiheit. Joseph. Unmöglich. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir, Kinder. Scheiß auf das hier. Yeah.
alles bricht zusammen, eine Trophäe erhalten und somit Kapitel 3 überlebt. Ja, cooles Kapitelfinale an der Stelle. Okay, der Boss war weniger cool. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich mich von dem erholt habe, glaube ich. Aber danach gab es wieder schöne Cross-Momente. Zum Beispiel die Stelle, wo Sebastian eingesperrt wurde. Entschuldigung, hab grad einen Schluck auf. Das kennen wir natürlich noch. Und damals haben wir ja Kidman so ein bisschen verflucht, dass er uns eingesperrt hat. Aber jetzt von ihrer Sicht aus wohl doch aus gutem Grunde. Und es ist interessant, wie schnell Kidman eigentlich durch die Momente springt. Jetzt sind wir schon in der Stelle, wo schon fast das Finale sich angebahnt hat im Grundspiel, nämlich Richtung Nervenklinik. Jetzt erst noch, wer weiß, wir mussten das letzte Mal gegen dieses Vieh kämpfen und Kidman ist gefahren. Vielleicht dürfen wir jetzt Kidman steuern am Lenkrad. Ich weiß es nicht, oder vielleicht gibt es jetzt eine ganz andere Szene. Wir werden es sehen. Wir beginnen das vierte und wahrscheinlich letzte Kapitel in The Consequence. Es ist auch das letzte Kapitel, wo wir Kidman spielen werden, denn so viel sei schon mal verraten, im dritten DLC spielt man sie nicht mehr. Deswegen genießen wir die Show. Können Sie unterscheiden zwischen Gut und Böse? Nein, nein, nein! Ach ja, ruhig weg damit. Scheiße! Braucht man nicht. Ohne ist viel spannender. Sehr gut. Kapitel 4, ein Geist wird geboren. Und ich feiere es. Ihr habt es ja gehört. Wir haben keine Waffe mehr. Das heißt, back to the roots hier bei diesen Kidman-DLCs. Dass man einfach nur für einen kurzen Moment eine Waffe hat, das ist vollkommen in Ordnung so. Und dann geht es wieder zurück in die Sneaking-Hide-Geschichte. Das gefällt mir einfach viel besser. Na gut. Das soll aber nicht heißen, dass dieses letzte Kapitel jetzt einfach wird. Ganz im Gegenteil. Vor allem, wenn man an meine Sneak-Künste denkt. Gut, wollen wir mal durch, ne? So, an ähnlichen Orten ist auch Sebastian schon rumgelatscht. Ja, eine kaputte Dusche. Ich meine, man kann drin immer noch duschen, wenn es regnet. Aber, naja, egal. Ich lasse mich hier nicht festhalten. Sieht ja cool aus. Was zum... Vielleicht kann ich mich da durchbrennen. Durchbrennen, okay. Sieht sehr stylisch aus, Rubik, wirklich. So. So ein verrückter Fernseher. Der auf einer Dauerschleife steht und diese roten Effekte. Und das, was wenn ich drauf leuchte? Ich meine, was meinst du mit durchbrennen? Gibt es hier... Ich lasse das einfach mal so. Ich guck mal, ob es da noch irgendwas anderes gibt. Nö, ne? Vielleicht eine Fackel oder so. Darf man mal mit einer Fackel rumrennen? Oder habe ich noch eins von diesen Leuchtstäbchen? Nee, ne? Aber das wird ja auch nicht brennen. Ich habe gar nichts dabei. Ich habe nur meine Lampe. Gut, dann muss es ja mit der Lampe irgendwie gehen. Vielleicht direkt auf ihn? Nee. Das rote Zeug. Eigentlich auch nicht. Schau mir gerade ein bisschen an, wo diese roten Dinger hingehen. Finde ich äußerst verwirrend. Da geht ein Teil der roten Teile da nach oben. Ein anderer Teil geht da nach rechts. Okay, ich gehe einfach mal hin. Ich weiß ja nicht. Ach, jetzt! Ich muss einfach nur nah dran. Okay.
Ah, dann nimmt er um. Okay, ja, da muss man erstmal drauf kommen. Sag ich doch, Fackel. Aerobic, das Schicksal müsste dir bekannt vorkommen. Das ist ja nichts Neues. Hier haben wir noch ein Bild, aber keine Ahnung, was das symbolisieren soll. Okay, ganz schön kaputt hier alles. Immer wieder die Kl- Leslie! Ach, Leslie. Ich meine, dir käme es doch recht, wenn er drauf gehen würde, oder? Aber gut, wenn er von Rubik verfolgt wird, ist das wieder was anderes. Sieht so aus, als könnte ich hier was machen. Okay, das behalte ich mal im Hinterkopf. Ich könnte was mit dem Aufzug machen. Wahrscheinlich geht es dort weiter. Denn ich komme da gar nicht hoch, wo ich eben Leslie gesehen habe, ne? Man könnte ja drüber steigen, aber gut, ist anscheinend zu viel verlangt. Oder ich gehe... Nee, hier brennt's. Da komme ich auch nicht durch. Okay. Aber vielleicht ist da noch was für mich. Nee, ich darf da mich gar nicht dem Feuer nähern. Das Tolle ist, wir haben immer noch eine Axt dabei. Ich weiß gar nicht, wo wir die einsparen konnten. Aber wir haben sie dabei. Es wird bestimmt ein Moment kommen, da freue ich mich drüber. Ui, der ist aber eilig. Riskier das lieber nicht. Warte. Ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Ah. Wir treffen uns weiter unten. Zum Glück geht's ihnen gut. Bitte. Ihr müsst euch von mir fernhalten. Und es ist eigentlich schön, eigentlich ist es ja immer wieder schön dargestellt, wie Kidman an den beiden Jungs was liegt. Ja, also sie sagt es ja immer wieder. Und es tut ja auch immer immens leid, finde ich. Und wenn man das so auf sich wirken lässt, dann kann man ja gar nicht mehr Böses sein. Also ich glaube, wenn ich das Grundspiel jetzt nochmal spielen würde, dann würde man das von so einer anderen Sichtweise sehen. Dass man vielleicht dann eher so die Einstellung hätte, à la Sebastian, stell dich nicht an. Sie wird schon ihre Gründe haben oder so. Okay. Gibt's da was für mich? Oh ne, der Kasten ist kaputt, da ist nichts mehr drin. Aber hier liegt mal wieder eine Kassette, yay! Nach dem Brand und den Misshandlungen durch seine Eltern ist es ein Wunder, dass Ruben überhaupt zurechtkommt. Seine Arbeit ist nicht getrieben von Angst oder Gier oder Geltungssucht. Seine Motive sind reiner. Ich würde sagen, er ist besessen von der Möglichkeit, die Realität zu verändern, um wieder bei ihr sein zu können. Seine Narben wiegen schwer, physisch wie psychisch, aber der Verlust seiner Schwester wiegt schwerer. Seine Gefühle für sie sind fast schon inzestuös, aber solange ihn das antreibt, ist das in Ordnung. So ist es. Das war sein Hauptmotiv, könnte man sagen. Das hat man ja von Anfang an gespürt, das war mir auch schon von vornherein klar. Oh, jetzt so ein kleines Bierchen, das wäre es doch, oder was ist das? Könnte auch was anderes sein, das ist bestimmt Bier. Aber na gut. Zum Glück hat es ja abgekühlt, die Tage, ne? Es ist jetzt echt angenehm geworden. Das ist immerhin etwas. So, ist das hier jetzt die Ruhe vor dem Sturm? Schau dir das mal an. Dieses Bild. Sehr markant. Telefon? Nein, niemand anrufen? Okay. Ja, wirklich, das ist endlich mal wieder ein Tag, wo ich ohne Ventilator aufnehmen kann. Oder einfach existieren kann, generell. Ansonsten war es ja echt unerträglich. Dann macht das Aufnehmen auch gleich, beziehungsweise das Zocken gleich viel wieder mehr Spaß. So muss es auch sein. Aber jetzt frage ich mich, ob wir hier alleine sind. Bei Sebastian gab es hier lustige Leute. Da gab es zum Beispiel diese Ruby-Kopie. Wir erinnern uns. Oder so komische Säuretüren. Kidman bleibt verschont. Aber ich höre etwas. Es klingt monströs.
Ich glaube, ich will das nicht kennenlernen. Oh Mann, ein langer Flur. Ich finde das hier schon stylisch. Ich mag sowas. Okay, jetzt muss ich gerade ein bisschen an The Shining denken, aber... ja, okay. Dann werden wir mal durchlaufen und mal gucken, passiert da jetzt was? Das tut mir nicht weh. Okay. Das ist nicht gut. Kann ich euch wieder wegbrennen oder ist das egal? Ne, ich muss euch wahrscheinlich die Tür aufmachen. Ne? Dann erstmal dahin. Immer wieder Ruhe. Ne, da ist nichts. Komme ich nicht ran. Ja gut, ich mache ja schon auf. Oh wei, aber was da passiert, werte Freunde, ja, ich weiß, wir machen ein bisschen früher Schluss heute. Dafür ging es ja gestern länger. Und ja, wie wir Leslie aus dieser Misere hier raushelfen können, das sehen wir dann das nächste Mal bei Let's Play The Evil Within The Consequence.